Kulisse von 3200 Zuschauern wurde der Bedeutung des Spiels wieder einmal nicht gerecht, aber daran hat man sich in Homburg schon gewohnt. Die eigene Mannschaft in hellem Trikot mit dunklen Ärmeln versuchte sofort, das Tempo zu bestimmen. Friedmann, Gegenspieler von Cestonaro, und Lenz mit 37 Jahren, der Lenker, aber auch der Senior der Mannschaft. Bacalords. Er war der Kasselaner, der am meisten angespielt wurde, aber er fand selten Anspielstationen. Kreizer, ein junger Mann, der zum ersten Mal spielte, bei Karlofen wegen der vierten gelben Karte fehlt. Müller. Wulff mit dem Fingerspitzen in der Mitte. Da war Freiler mitgelaufen, aber den hatte Müller nicht gesehen. Die Zuschauer recht zufrieden mit ihrer Mannschaft, enttäuscht von Kassel. Denn die Hessen brachten wenig zu Wege. Freiler. Und wieder Friedmann. Sie sehen, er hatte, obwohl er sich mit Cheston Zeit für die Offensive. Und Tilk, der Unglücksrabe des Tages. Drei, viermal stand er so günstig wie in dieser Szene. Und der kleine Anhang von Kassel machte sich und der Mannschaft selbst Mut. Aber die stand pausenlos unter Druck. Dule. Wulff. Er war der beste Mann beim Gast. Und ständig unter Druck. Auf ihn konnte man sich verlassen. Auch Horst spielte seinen Part als Libero recht gut. Dann aber Pech. Knauf musste mit einem doppelten Bänderriss ins Krankenhaus. Für ihn kam Kirschberg. Und der musste sich sofort in Richtung Abwehr orientieren. Denn Homburg weiter im Angriff. Freiler. Da wollten manche Zuschauer den Ball hinter der Linie gesehen haben, aber aus anderer Perspektive wird deutlich, dass Wulff den Ball rechtzeitig unter Kontrolle hat. Eckballverhältnis zu dieser Zeit 9:0 für Homburg. Aber dann, wie so oft im Fußball, ein Konter. Kirschberg. Die Homburger Abwehr mit Niederländer hier ein bisschen zögerlich, dann kommt der Ball nach innen. Cestonaro verfehlt und Beuerling verwirrt Leck. Auch diese Szene noch einmal. Das wäre natürlich das Spiel auf den Kopf gestellt gewesen. Homburgs Vorsitzender Udo Geitinger zur Pause. Wir müssten normal den Chancen nach mindestens 3:0 führen. Aber jawohl, wie gesagt, wenn man die Chancen nicht ausnutzt, kann man keine Tore machen. Eine Chance 4 Minuten nach der Pause. Wulff im Glück. Bei einem Freistoß von Lenz erwartet er eine Flanke und keinen Schuss, aber der ging am Tor vorbei. Und das Glück war fortan der Pate eines hervorragenden Torhüters. Lenz an den Pfosten. Und Albert Müller, der Homburger Trainer, konnte es gar nicht fassen. Dann Freiler. Querleiter. Und der Nachschuss von Lenz knapp vorbei. Keine einzige echte Tormöglichkeiten für Kassel. Aber die Homburger übertrafen sich selbst im Vergeben auch der besten Chancen. Man merkte, die Mannschaft hat Probleme mit den Nerven. Der Druck des Abstiegskampfes macht sich bemerkbar. Schander. Und auch hier Rettung in letzter Not bei Kassel. Freiler im Pech. Weiter! Weiter muss mit raus! Dazu kam seine Mannschaft gar nicht. Berger konnte nur zittern, Daumen halten. Viele Chancen für Homburg, alle wurden sie vertan. Es blieb beim 0:0. Ich meine, Kassel hat einen Punkt gewonnen, Homburg einen verloren. Berger in der Pressekonferenz. Ehrlich eingestehen, wir haben heute einen glücklichen Punkt geholt. Ob er uns am Ende was nützt, das werden wir nach 38 Spielen sehen. Ich mache mir viel mehr Gedanken um die Mannschaft, die heute gespielt hat, um die Mannschaft, die nächste Woche spielen muss. Wir haben nicht mehr die Mannschaft, die in der ersten Halbserie sich an die erste Tabellenposition gearbeitet hat. Wir haben viel zu viel Unruhe um die Mannschaft herum, durch die Verletzten, durch die Ausfälle. Und man hat heute gesehen, dass hier nicht ein Spitzenreiter agiert hat, sondern eine Mannschaft, die Nerven zeigt, eine Mannschaft, die unruhig spielt, eine Mannschaft, die sich von Homburg hier zu Hause viel zu sehr hat unter Druck setzen lassen.